Ja, hallo zusammen. So, ich werde euch in diesem Video ein bisschen was über den Techniker erzählen. Und zwar, so, ich habe meinen Techniker, oder besser gesagt, ich mache meinen Techniker an den Eckertschulen. Und zwar ist es der Mechatroniktechniker in Fernlehre. Und bevor wir anfangen, erzähle ich euch grundsätzlich mal ein bisschen was über mich. Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker, gelernter Fremdsprachenkorrespondent und habe einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre. Warum ich euch das sage, das erzähle ich euch später gleich. Jedenfalls ist es so bei den Eckertschulen, ihr könnt die Mechatroniktechniker in Fernlehre machen, dauert dann 3 Jahre und sind quasi 6 Semester, also ihr seht hier. So. 6 Semester unterteilt in 2 Abschnitte. Und es ist so, wenn ihr den Techniker machen wollt, ihr braucht eine Ausbildung. Und ein Jahr einschlägige Berufserfahrung. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja so, ich bin Kfz-Mechatroniker, heißt für mich, ich kann den Techniker in Fahrzeugtechnik machen oder in Mechatroniktechnik. Es gäbe auch die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel, ihr habt Kfz-Mechatroniker gelernt, habt ein Jahr in der Elektronikbranche gearbeitet, dann könntet ihr auch den Techniker in Elektrotechnik machen. Also da ist man etwas flexibel. Wenn das bei euch der Fall sein sollte, dass ihr in eine andere Richtung gehen möchtet mit dem Techniker, einfach informieren. Aber gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. So, wie gesagt, Ausbildung mindestens 3 Jahre, ein Jahr Berufserfahrung, einschlägige. Heißt jetzt in meinem Fall, ich war ein Jahr als Kfz-Mechatroniker beschäftigt, eigentlich länger, aber ein Jahr reicht ja. Und dann kann man sich dort anmelden. Genau, was braucht ihr dafür? Natürlich den Gesellenbrief, das Abschlusszeugnis der Berufsschule. Und dann müsst ihr auch mit Arbeitszeugnissen eure Berufserfahrung nachweisen. Das gibt ihr alles in beglaubigter Kopie dort ab. Und dann sollte es auch kein Problem mehr sein. So, jetzt schauen wir uns einfach mal an. Also ich wackle ein bisschen. Und welche Fächer habt ihr denn überhaupt? So, es geht los mit Deutsch, Sozialkunde, Mathematik. Geht weiter mit Physik und Informationstechnik. Dann kommt Chemie und Werkstoffkunde und Steuerungstechnik, also Speicher, programmierbare Steuerungen. Dann kommt Elektrotechnik und Elektronik, technische Mechanik. Und dann am zweiten Ausbildungsabschnitt Softwareentwicklung, mechatronische Systeme, Projektmanagement, Konstruktion, Messtechnik, Betriebspsychologie, Robotertechnik, Englisch. Mathematik 2 könnt ihr abwählen, sage ich auch was dazu. Betriebswirtschaftliche Prozesse, mechatronische Systementwicklung, Qualitäts- und Umweltmanagement. So, hier oben seht ihr, Moment. So, ich habe jetzt schon ein paar Monate hinter mir. Genau, es geht bis Juli noch. Prüfungen habe ich auch schon, die wichtigsten geschafft. Sind jetzt nur noch die 2 staatlichen, die ich machen muss und eben die Projektarbeit. Aber das kriegen wir auch alles. So. Jetzt habt ihr hier erstmal gesehen, wie der Techniker so abläuft. Und ich erzähle euch dann gleich noch mehr dazu. Ja, wichtig ist auch, ihr habt in der Regel Samstag Schule. Also es sind 12 Seminare unter der Woche, je 3 Tage. Der Rest findet alles Samstag statt. Teilweise wirklich von 9 bis 16 Uhr. Also muss man auch mögen. Aber ist eigentlich ganz in Ordnung alles. So, hier mit dem Ablauf sind wir dann fertig. Dann zeige ich euch als nächstes, wie hoch der Lernstoff ist. So, und wir beginnen jetzt einfach mal mit dem ersten Fach, mit Deutsch. So, hier, dass ihr mal den Umfang seht. Also ist der Aufwand nicht besonders hoch. Deutsch war ein sehr angenehmes Fach. Also ihr müsst im Endeffekt einfach eine Stellungnahme schreiben. Heißt, ihr habt irgendein ein Thema, zum Beispiel sind Elektroautos gut? Oder was heißt gut, sind sie positiv für die Umwelt? Ihr schreibt Argumente dafür, schreibt Argumente dagegen, mit Beispielen, mit Begründung und so weiter und zum Schluss einfach dann eben eine Rechtfertigung, einen schönen Abschluss, warum Elektroautos eurer Meinung nach sehr gut für die Umwelt sind. Also ist wirklich nicht viel Aufwand, fand ich sehr angenehm. So, das nächste Fach ist schon aufwendiger. Wir sehen hier jetzt dann Wirtschaft und Sozialkunde. Wir haben Gesellschaft, Politik, Volkswirtschaftslehre und Recht.
So, dann schauen wir uns das auch mal an. Gesellschaft, wenig. So, Politik, bisschen mehr. Jura ist jetzt auch nicht so dick. Und Volkswirtschaftslehre auch nicht. Also, ich setze mal schnell zusammen. Wir hier insgesamt so viel Lernaufwand. Also am Anfang geht es echt locker zu beim Techniker. So, wir haben hier sind der Deutsch, Wirtschaft und Sozialkunde. Hier oben die Monate. Also ihr habt von August bis Dezember Zeit. Im Januar ist dann die Prüfung. Also überhaupt kein Problem, dies zu schaffen. So, jetzt wird es interessant. Und so, wir holen uns jetzt mal den nächsten Stapel. So, Mathematik. Der größte Freund oder der ärgste Feind, je nachdem, was man mag. Und muss sagen, das ist viel Stoff. Also ich zeige es euch mal von der Seite. Ihr seht, es sind 16 Hefte, es sind ein paar hundert Seiten. Also beginnt natürlich mit den Grundlagen. Müsst ihr jetzt auch, wenn ihr vor Ewigkeiten mal in der Schule wart und sagt, Mathe, ja, das habe ich mal gehört, aber mir auch nicht. Egal, ihr fangt sehr, wie soll man sagen, also die Grundlagen werden nochmal erklärt, ist kein Problem. Relativ schnell, aber sie werden erklärt. Dann gehen wir hier mal durch. Multiplikation, Division. Ja, wie gesagt, die Grundlagen werden nochmal erklärt. Gibt viele Übungen, lineare Gleichungen. So, Funktionen, Relationen. Lineare Gleichungssysteme, quadratische Gleichungen, Potenzen, Polynomfunktionen, Radizieren und Wurzelfunktionen, Exponentialfunktion, Logarithmus, da wird es dann schon interessanter, Differentialrechnung, Integralrechnung. So. Hier die ganzen Aufgaben zur Differential- und Integralrechnung. Also ist ein großes Thema und da wird es dann auch ein bisschen komplizierter. So, Geometrie, Trigonometrie, Vektorrechnung und analytische Geometrie. So, dann sind wir mit der Mathematik erst einmal durch. Also, ich sagte, wenn ihr Mathe nicht mögt, habt ihr hier beim Techniker ein großes Problem. So, und Zeit habt ihr. Wir sind ein bisschen länger wie bei Deutsch und Wirtschaft. Also im März ist dann die Abschlussprüfung, wenn im August beginnt. So, also habt ihr ja eigentlich auch genug Zeit, wenn man sich wirklich hinsetzt. Und dann schauen wir uns das nächste Fach an. So, das nächste Fach ist die Physik. Also ist natürlich auch Kernfach beim Techniker. Ich zeige euch mal den Umfang. Das sind sechs Lehrbriefe, die Optik, Schwingungen, Wellenakustik, Wärmelehre, Mechanik der Flüssigkeit und Gase, Dynamik, Arbeit, Energieleistung und physikalische Grundbegriffe. So, dann haben wir auch die Physik. Wir sind hier, wir haben, ja, wir haben auch ein bisschen Zeit. August ist die Prüfung gewesen und hier dann im April ging es los. Aber wir haben noch die Informationstechnik. Dazu komme ich aber dann gleich später, machen wir erstmal mit der Chemie weiter. So, wir haben hier dann Chemie, so die anorganische Chemie. Ist, ja, darf man schon ein bisschen was lernen. Was dazu kommt, das ist ein Doppelfach und zwar ist die Werkstoffkunde auch dabei. Werkstoffkunde ist doch ein bisschen was zum Lernen. Also, ja, zwar eigentlich auswendig Lernerei, aber trotzdem sind es, wenn man schauen, Chemie ist, ja, 130 Seiten und Werkstoffkunde sind wir bei wahrscheinlich 180 Seiten. Also, ja, da muss ich schon hinsetzen und mal wirklich ein bisschen durchlernen. So, wir schauen uns hier nochmal an. Ihr seht, ihr habt nicht lange Zeit. Das sind nur 2 Monate.
Und dann kommt die Steuerungstechnik auch noch dazu. So, der Grund, warum ich Chemie jetzt vorgezogen habe, ist ganz einfach. Wenn ihr Abitur habt, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann werdet ihr öfters lesen, ja, wer Abitur hat, für den ist der Techniker ja langweilig, dieser Spaziergang, das stimmt bei den ersten vier Kursen. Mathematik, Deutsch sowieso, Wirtschaft, Sozialkunde, eigentlich auch zum Teil Physik, wenn man denn im technischen Zweig war, und auch die Chemie, wenn man im technischen Zweig war, kriegt man Probleme hin. Werkstoffkunde ist was anderes, da muss man wirklich lernen, auch wenn man Abitur oder sonst was hat. Aber die gehen noch recht einfach, wenn man einen technischen Background hat vom Abitur her. Alles, was jetzt nach diesen Fächern kommt, seid ihr auf dem gleichen Stand wie jemand, der Hauptschule oder der Realschule besucht hat. Also da gibt es dann nicht mehr viele Unterschiede. Deswegen, ich habe selber Abitur und die meisten Sachen nach Chemie kannte ich nicht und hatte ich teils auch Nachteile wegen meiner Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker, weil die richtigen Mechatroniker hier doch schon einiges am Vorwissen haben. Also egal welchen Schulabschluss ihr habt, Techniker ist trotzdem eine Herausforderung, vor allem eben in der Fernlehre neben dem Beruf. So, jetzt kommen wir aber zurück zum Plan und zwar erst einmal zur Informationstechnologie. So, dann sind wir jetzt bei der Informationstechnologie. Einführung in die Informatik ist vom Aufwand her so. Hält sich in Grenzen, sind wir bei. Ja, knapp 100 Seiten. Informationstechnik haben wir hier. Datensicherung, Datenschutz und Datenschutzrecht. Das ist ziemlich wenig. Kein Problem. Computernetzwerke planen und in Betrieb nehmen. Vom Umfang her. Auch so 100 Seiten ist in Ordnung, das Fach. Also, man muss ein bisschen rechnen, ein bisschen denken, aber auch viel auswendig lernen. Ist jetzt kein Problem, dieses Fach. So, dann kommen wir als nächstes zu SPS, Speicherprogrammierbare Steuerung in Steuerungstechnik 1. Also, ist nicht viel zum Lernen. Und dann gibt es hier die Programmierübungen. Was ich euch vor allem in diesem Fach raten würde, macht die Zusatzübungen. Also es schaut noch sehr wenig aus, es ist eigentlich gar nicht so viel. Man muss es wirklich verstehen und da mal richtig einsteigen. Also ich muss sagen, ich habe die Klausur mit mittlerer Vierer bestanden, weil ich eben nur diese zwei Lehrbriefe durchgemacht habe, keine oder so gut wie keine Zusatzaufgaben in diesem Fach. Deswegen macht hier wirklich die Zusatzaufgaben alles, was angeboten wird. Sonst habt ihr ein Problem bei der Klausur. Aber gut. Ist trotzdem machbar. Ich habe es auch geschafft. Von daher machen wir dann weiter mit dem nächsten Fach. Dann kommen wir zur technischen Mechanik. Hier haben wir die Statik vom Umfang her. Ist in Ordnung. Also 60 Seiten knapp. Ist kein Problem. Technische Mechanik 2, die Festigkeitslehre. Vom Umfang her schon mehr. Und normalerweise habt ihr ja immer Übungsaufgaben in den Lehrbriefen drin, bei technischer Mechanik nicht. Da gibt es, Moment, gibt es hier einen eigenen Lehrbrief nur mit Übungsaufgaben, denn das Fach ist schon umfangreich. So, also solltet ihr auch nicht unterschätzen. Ich habe es unterschätzt, ich bin mit einer 6 durchgefallen, aber mittlerweile habe ich bestanden. So, hier der Umfang. Also hier auf jeden Fall durchrechnen, durchrechnen, durchrechnen. Das ist eigentlich das Wichtigste bei jeder Klausur. Ihr habt enorm Zeitdruck. Also ihr könnt da nicht ewig lang überlegen, wie was geht, sondern wirklich, ihr müsst die Aufgabe lesen und wissen, was ist zu tun. Und deswegen die Aufgaben zweimal, dreimal, viermal durchrechnen, dass ihr sofort fit seid und wisst, okay, das ist zu tun, da muss ich aufpassen. Und dann funktioniert das ziemlich gut. Und obwohl das Fach nur technische Mechanik heißt, habt ihr auch die Maschinenelemente dabei. Hier der erste Lehrbrief, Toleranzen und Passungen, Schraubenverbindungen, elastische Federn und so weiter. Ist nicht ganz wenig dieses Fach, muss man sagen. Auch hier der zweite Lehrbrief recht dick, dafür, dass nicht erwähnt wird, ist da doch einiges zum Lernen. Wellenachsenverbindungen, Leit- und Wälzlager und so weiter. Also hier auf jeden Fall reinhängen bei der technischen Mechanik, denn es wird immer anspruchsvoller mit der Zeit. Dann kommen wir zum nächsten Fach. Das war auch ein richtiger Brocken.
Elektrotechnik und Elektronik. Ich zeige es euch mal von der Seite, wie viel das war. Also, da darf man sich schon rein. Ich finde Elektronik toll. War jetzt auch durchaus erfolgreich in der Klausur, hatte eine 2. Also, hätte ich gar nicht gedacht, weil, ja, wie gesagt, ist schon Brocken. Also, hier heißt es auch wirklich rechnen, 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 rechnen. Wenn ihr es fünfmal durchgerechnet habt und noch Zeit habt, bitte ein sechstes Mal, ein siebtes Mal durchrechnen, dann funktioniert es auch wunderbar. Also, hat mir auch wirklich viel Erfolg gebracht. So, der erste, die Grundgesetze der Elektrotechnik, Schaltungen, Arbeit, Leistung. So viel, also das entspricht 100 Seiten. Dann Ersatzschaltbilder und Berechnungsmethoden im Gleichstrom. Elektrische und magnetische Felder. Induktions- und Kraftwirkung im magnetischen Feld. Wechselstrom. Leistung im Wechselstrom und Drehstrom. Und Dioden, Transistoren, Leistungshalbleiter. So. Und schauen wir uns kurz noch den Plan an. Wie lange habt ihr Zeit? Also wie gesagt, Physik-Informationstechnik habt ihr genug Zeit. Chemie- und Wirkstoffkunde-Steuerungstechnik habt ihr wenig Zeit. Also ich würde euch wirklich raten, fangt mit den zwei Fächern schon hier an. Dann habt ihr genug Zeit, sonst habt ihr echt ein Problem. Und wie wir sehen können, sind wir jetzt dann Elektrotechnik, Elektronik und technische Mechanik hier angelangt. Heißt, den ersten Abschnitt, die ersten 1,5 Jahre habt ihr mit dem Stoff, den ich euch jetzt gezeigt habe, schon überstanden, überlebt, je nachdem. So, dann gehen wir natürlich weiter zum nächsten Weiterbildungsabschnitt. So, dann geht es weiter. Und ihr seht ja, wir fangen hier an mit Englisch. Das fängt schon an im ersten Weiterbildungsabschnitt, aber gehört eigentlich zum zweiten. Und da habt ihr vom Klett-Verlag dieses Buch Technical Expert. Und mehr habt ihr in Englisch eigentlich nicht. Also ihr macht ein paar Übungen, Blätter und so weiter, aber im Endeffekt ist das eigentlich dieses Buch euer Hauptliteraturwerk, mit dem ihr arbeitet. Das nächste Fach, das kommt, ist Betriebspsychologie. Ihr habt das, wie ihr seht, Präsentation, Mitarbeitergruppierungen und so weiter. Da ist wenig. So, Kommunikation, betriebliche Besprechungen, Motivation und so weiter ist etwas mehr. Und auch Arbeitsrecht gehört zur Betriebspsychologie. Sind auch, hält sich jetzt auch noch in Grenzen. Also Betriebspsychologie eigentlich ein recht angenehmes Fach. Ein weiteres Fach, sehr wichtig und auch ein durchaus ein Brocken, ist Softwareentwicklung. Und zwar lernt ihr die Softwareentwicklung in C++. Jetzt zeige ich euch mal den Umfang. So, also ist jetzt auch nicht wenig. Haben wir hier. So, ich weiß jetzt nicht wegen den Urheberrechten, ob ich euch irgendwas zeigen darf, was in den Lehrbriefen steht. Deswegen zeige ich euch das mal nicht. Aber was lernt ihr? Ihr lernt eigentlich so die Grundlagen. Die ganzen Variablen-Typen. Dann Schleifen, dann lernt ihr Zeiger, ist in C++ sehr wichtig. Das sind quasi Variablen, die auf Speicheradressen zeigen. Deswegen der Name Zeiger und so weiter. Also ihr lernt alles Wichtige, was für die C++-Programmierung zumindest in eurem Aufgabenfeld wichtig ist. So, dann haben wir dieses Fach auch. So, ein kleines Fach ist Projektmanagement. Ihr habt ja auch die Projektarbeit, da zeige ich euch später noch was dazu. Jetzt erst einmal das Projektmanagement. Ist nicht viel. Also, ihr macht das sowieso, also wir machen das sowieso jetzt nicht so viel aus dem Lehrbrief, sondern das ist einfach wirklich, es wird euch gezeigt, wie ihr eure Projektarbeit schreibt und wie ihr euer Projekt managt in der Gruppe. Also, ist ja mehr so ein Leitfaden, den ich durchlesen kann, aber ist jetzt nicht so wichtig, dieser Lehrbrief. So, was wieder wichtig ist, Robotertechnik habt ihr auch. Und das ist jetzt nur ein Lehrbrief. Ist jetzt auch nicht so dick für einen, ja, es sind 110 Seiten. Ja, also habt ihr auch Robotertechnik, ist auch ein überschaubares Fach. Sollte es keine Probleme geben. So. Auch nochmal ein richtiger Brocken ist die Messtechnik.
Und hier habt ihr als erstes die Grundlagen. Also ich zeige euch mal den Umfang. Das sind 5 Lehrbriefe. Habt ihr hier die Grundlagen der Messtechnik. Messen von Größen im Gleich- und Wechselstrom. Messen komplexer Widerstände, elektrische Leistung, elektrische Arbeit. So, Messhilfsgeräte, Niederhochfrequenztechnik und die Messung nicht elektrischer Größen. Und zum Schluss die angewandte Elektronik. Das sind dann die 5 Lehrbriefe für die Messtechnik. So, also für technisches Zeichnen gibt es jetzt keinen Lehrbrief an sich großartig. Da habt ihr ein Buch, also ihr bekommt auch ein paar Bücher dazu. Alles, was ihr braucht, Formelsammlungen, Fachbücher und so weiter. Die habt ihr als Unterstützung. Aber technisch zeichnen müsst ihr einfach wirklich zeichnen und mehr nicht. Das Buch ist nur zur Unterstützung. So, dann haben wir Qualitätsmanagement und Umweltmanagement. So, das sind auch so viele. So, 4 Lehrbriefe. Qualitätsmanagement 1. So dick. So, dann 2. So, das Umweltmanagement. Und auch hier der zweite Lehrbrief. So. Genau, also wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt schon das meiste durchgemacht. Wir haben jetzt beim Qualitätsmanagement quasi mit der P4-Prüfung, also der letzten staatlichen Prüfung, angefangen. Und warum ist das wichtig? Es ist so, ihr dürft eine 5 haben, entweder in einer P1, P2 oder P3-Prüfung, aber nicht in einer P4-Prüfung. Also wenn ihr da eine 5 habt, seid ihr durchgefallen oder eine 6 logischerweise. P4 müsste wirklich jede Prüfung mindestens mit einer 4 bestehen. Als nächstes Fach haben wir dann BWL natürlich. BWL ist überall, auch beim Techniker. So, das sind 5 Lehrbriefe. So, wir fangen hier mal an. Betriebsorganisation kommt da noch. Fertigungsabläufe, Zeitwirtschaft, Materialwirtschaft, Kostenrechnung und Kalkulation. Und Buchführung, Bilanzierung, Investitionsrechnung sind die 5 Lehrbriefe aus der BWL. So, und wenn ihr euch da durchgekämpft habt, dann kommt eins eigentlich der Kernfächer, die mechatronischen Systeme. So, Messen nicht elektrische Größen haben wir hier und Sensortechnik. Elektropneumatische Steuerung, Moment, ich zeige euch mal den Aufwand, denn das ist auch wieder ein richtiger Brocken, dieser Kurs. So. Das sind 6 Lehrbriefe. So, elektropneumatische Steuerungen, mechatronische Systeme, Grundlagen pneumatische Steuerungen, Grundlagen und Systemtheorie, analoge Regelungen und dann die Lösungen zu den Lehrbriefaufgaben. Hier habt ihr noch eine schöne Formelsammlung. Also alles dabei, was ihr braucht. Ihr werdet komplett ausgestattet. Jedes Buch, jede Formelsammlung. Alles, was ihr braucht, bekommt ihr auch. So, und guter Letzt kommen wir zum allerwichtigsten Kurs. Der mechatronischen Systementwicklung. Und natürlich das Herzstück ist die Mikrocontrollertechnik. Als erstes habt ihr die Hardware. Und ich zeige euch mal den Umfang. So. Also ihr habt hier die Hardware, dann kommt die Software, dann kommen digitale Schnittstellen für den Einsatz mechatronischer Systeme und die Digitalelektronik. So, wenn ihr euch da durchgekämpft habt und die Projektarbeit bestanden habt, dann seid ihr Mechatroniktechniker. Und jetzt Moment, ich zeige euch da nochmal, wie viel Stoff ihr dann insgesamt gelernt habt, wenn ihr damit fertig seid. Also wie man sehen kann, ich bin ja selbst noch nicht fertig. Ich habe jetzt die P2B erfolgreich abgeschlossen. Wie gesagt, technische Mechanik beim zweiten Versuch. Und ja, ich habe jetzt noch ein Dreivierteljahr, da bin ich ja fertig. Ich muss sagen, was sich bei den Eckert-Schulen etwas stört, ist, ihr könnt euch keine Fächer aussuchen. Also ihr habt viele Pflichtfächer, wo andere Anbieter Wahlpflichtmöglichkeiten haben oder Wahlmöglichkeiten habt ihr bei Eckert-Schulen nicht. Da
Da ist der ganze Techniker mit jedem Fach komplett vorgegeben. Ich denke, ist einfach wegen der Organisation, weil wird schwierig, wenn jeder andere Kurse auswählt und so weiter. Aber falls sich das stören sollte, ist jetzt, mich stört es nicht sonderlich. Ich hätte vielleicht ein paar Fächer nicht genommen, aber mein Gott. Auf jeden Fall, hier ist alles vorgegeben. Bei anderen Anbietern habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit, zumindest in Vollzeit. Fernlehre ist man wahrscheinlich nicht ganz so flexibel. So, und hier seht ihr dann nochmal zusammengefasst, wie viel ihr dann gelernt habt. Also, Moment, ich schaue mal, ob ich ein Lineal finde, dass ich euch das mal ein bisschen zeigen kann, wie viel ihr dann tatsächlich gelernt habt. Also, ich habe es nachgemessen, ein Stapel ist 25 cm hoch. Also, euch wird mit Sicherheit nicht langweilig, die 3 Jahre, wenn ihr einen Techniker macht. Ob es sich lohnt, muss ich selber schauen, ich bin noch nicht ganz fertig. Aber ich denke, es sollte sich auf jeden Fall lohnen. So, kurz auf, schauen wir uns das nochmal an. Genau, dann seht ihr mal den ganzen Umfang, den der Mechatroniktechniker mit sich bringt. Was natürlich ein besonderer Vorteil für euch ist, der Technik ist für euch im Endeffekt kostenlos. Also der würde 7.500 € kosten. Ihr bekommt die Hälfte vom Staat bezahlt. Wenn ihr ihn besteht, bekommt ihr nochmal einen Teil erlassen. Und es gibt ja die Meisterprämie, das sind 2.000 € in Bayern. Heißt, ihr müsst, wenn ihr diese Meisterprämie auch bekommt, im Endeffekt nichts für den Techniker bezahlen, also 7.500 € geschenkt und eine Top-Weiterbildung. Deswegen kann ich euch einfach nur empfehlen, macht den Techniker. Eckert-Schulen fand ich nicht schlecht, ist vernünftig organisiert, ist auch für Leute, die jetzt, sag ich mal, beruflich eingespannt sind, kein Problem. Die meisten Kurse sind Samstag. Ihr habt eine Anwesenheitsquote von 70%. Heißt, wenn ihr unter der Woche nicht könnt, könnt ihr trotzdem die Anwesenheitsquote erfüllen. Also hier keine Angst, das funktioniert alles. Hauptsache, ihr seid Samstag da. Und dann sind wir mit dem fertig und dann zeige ich euch noch das Projekt, das ich mit meinem Kollegen gebaut habe, damit ihr auch seht, was bei diesem Projekt verlangt wird. So, dann kommen wir nun zur Projektarbeit, oder besser gesagt zu dem technischen Projekt, das ihr bauen müsst. Denn es ist ja bei den Eckert-Schulen und bei den anderen Technikerschulen in der Regel auch so, ihr müsst ein technisches Projekt bauen in Zweier-, Dreier- oder teils Vierergruppen, je nach Umfang, und müsst darüber eine Projektarbeit schreiben, also eine technische Dokumentation. Und ich und mein Kollege, wir sind nur zu zweit. Also in der Regel sind es bei der Eckert-Schule 3 Leute pro Gruppe, wir sind jetzt nur zu zweit, wir sind halt, mal sagen, übrig geblieben, mehr oder weniger. Wir haben uns für den smarten Kühlschrank entschieden. So, bevor ich hier weitermache, zeige ich euch erstmal die Bilder, wie der Kühlschrank dann ausschauen wird, denn er ist noch nicht ganz fertig gebaut. Ich habe nur 7 Monate, bis ich mit dem Techniker fertig bin. Aber schon langsam nimmt die ganze Sache Gestalt an und in 4 Monaten müssen wir das Projekt und die Projektarbeit auch abgeben. Genau, das schaut euch als erstes die Bilder an und dann zeige ich euch noch, wie die Elektronik funktioniert. So, so schaut dann der Kühlschrank aus. Wir haben hier oben das Display. Unten ist der RFID-Kartenleser. Von vorne schaut er dann so aus. Und innen drin dann so sieht man hier oben nochmal das Display, Kartenleser und so weiter. Also so sollte der dann ausschauen. Die Verkabelung und die ganzen Geräte werden dann noch eingebaut. Aber irgendwo, wo Platz ist, dass sie eben nicht einfach nur durcheinander drinnen liegen. Genau, also das wäre die Konstruktion. Macht mein Kollege, nicht ich. Und dann schauen wir uns wieder weiter die Steuerung an. So, jetzt habt ihr gesehen, wie die Sache ausschauen soll. Und ich bin eben dafür verantwortlich, dass die ganze Elektronik funktioniert für die Programmierung und so weiter. Mein Kollege ist dafür die Konstruktion verantwortlich. Und es ist so, der ESP32 hat einen Dauerspeicher. Und wir speichern, jetzt Moment, holen wir die Karte. Genau, also wir stellen uns jetzt vor, das wäre eine Tomate. Und anstatt einem Barcode hat diese einen RFID-Transponder. Auf diesem ist eben gespeichert, welche Warenart das ist und wann diese Ware abläuft. Und dann legt man einfach auf. Und dann bekommt ihr eine sprachliche Rückmeldung, dass der Artikel gespeichert wurde und ihr seht. So, also auf diesem Display werden die 3 Waren angezeigt, die als nächstes ablaufen.
Einfach nochmal als Erinnerung, damit ihr auch wirklich seht, was läuft bald ab, was muss ich verbrauchen und dass ihr nichts mehr wegwerfen müsst. Das ist eigentlich der Hauptgedanke hinter dem ganzen Projekt, dass Lebensmittel nicht mehr weggeworfen werden müssen, sondern rechtzeitig verbraucht werden. So, jetzt haben wir erst eine Ware gespeichert. Speichern wir noch eine zweite. So. Also, wir sehen, auch das Ei wurde gespeichert. Und die Milch wurde auch gespeichert. So, dann sind es die drei Waren gespeichert, die als nächstes ablaufen. Und ihr könnt euch die natürlich auch per Telegram ausgeben lassen, denn der Sinn dahinter ist, stellt euch vor, ihr steht im Supermarkt, ihr wisst nicht mehr, ob ihr noch eine Milch im Kühlschrank habt. So, dann zeige ich euch das jetzt. Dann geht ihr einfach in eure Telegram-App. So, ihr geht hier auf, gebt hier Inhalt ein. Dann seht ihr, der Kühlschrankinhalt lautet Tomate Anzahl 1 noch 37 Tage haltbar. Das Ei ist einmal vorhanden, 20 Tage haltbar. Und die Milch ist auch einmal vorhanden, ist noch 21 Tage haltbar. So, das habt ihr gesehen, es funktioniert. Ihr könnt euch überall, wo ihr seid und WLAN habt, ausgeben lassen, was ihr noch im Kühlschrank habt. Und jetzt ist ja so, ihr könnt natürlich auch eine Ware entnehmen. So, dafür müssen wir nur den Löschmodus aktivieren per Touch-Button. Auch hier bekommt ihr wieder eine sprachliche Rückmeldung. Dann schauen wir kurz nach. So, ihr habt es gesehen, wir legen auf. Ihr bekommt auch eine sprachliche Rückmeldung, dass der Artikel gelöscht wurde. Und ihr seht, es ist nur noch Ei und Tomate gespeichert. Da schauen wir uns die Sache auch in Telegram an. So, ihr gebt wieder Inhalt ein. Und ihr seht, die Tomate ist gespeichert und das Ei ist gespeichert und die Milch eben nicht mehr, weil sie entnommen wurde. So. Also ihr habt gesehen, auch das Löschen funktioniert, ist kein Problem. Und es ist so, das, was ich jetzt hier gebaut habe, größtenteils habe ich mir das einfach selbst beigebracht. Also ihr habt zwar so Kurse wie Mikrocontroller-Technik und Softwareentwicklung, die laufen aber parallel in dem Zeitraum, wo ihr diese Projektarbeit anfertigt und dieses Projekt bauen müsst. Also ihr würdet jetzt nicht alles lernen, um solche Sachen zu bauen und zu programmieren, sondern das müsst ihr euch im Endeffekt selber lernen. Ist einfach so. Also ich habe mir das alles selber gelernt, wie man das macht. Die Programmiersprache hier ist C++. Ich habe da Softwareentwicklung, C++, habe ich euch vorhin gezeigt. Und also am besten wäre wirklich bei der Gruppenzusammensetzung, dass ihr euch schon Gedanken macht, wer kann was. Ist einer dabei, der programmieren kann? Ist einer dabei, der konstruktionsstark ist? Vielleicht ist einer dabei, der Abschlussarbeiten gut schreiben kann? Dass ihr da ein bisschen Mischung habt und im Vorfeld schon euch die Gruppen so zusammensetzt, dass jeder seinen Spezialbereich hat und jeder quasi mit dem anderen, sagt man da, zusammenwirken kann. Ja, also nicht, dass zwei Programmierer dabei sind, dafür keiner, der was konstruieren kann, sondern wirklich so zusammensetzen, dass da vernünftige Projektarbeit und ein vernünftiges Projekt rauskommen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr, mehr zum Sagen zum Techniker. Ich habe jetzt dann meine staatlichen Abschlussprüfungen, gebe die Projektarbeit ab und dann ist die Sache erledigt für mich. Genau, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare, ich schaue, dass ich die Sachen beantworte, so schnell wie es geht. Wenn ich die Antwort weiß, vorausgesetzt. Genau, ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Kühlschrank baut oder andere Sachen, ich habe auf Udemy einen Kurs dazu. Könnt ihr euch auch mal anschauen, ist nicht zu teuer. Vielleicht, ja, konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr am Überlegen seid, ob ihr den Techniker machen wollt oder nicht. Also das, was ihr jetzt alles gesehen habt in dem Video, erwartet euch im Techniker. Wie gesagt, ist die Fernlehre bei den Eckertschulen, läuft bei anderen Anbietern vielleicht ein bisschen anders, aber so prinzipiell dürfte es ungefähr ähnlich sein. Ja, dann verabschiede ich mich euch und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Ciao, ciao. Ja, und dann willkommen zum zweiten Teil des Videos. Ich hänge das jetzt einfach mal hinten dran, denn es ist jetzt seit dem ersten Teil ein Jahr vergangen. Also ich bin Mechatroniktechniker, habe es ohne Probleme bestanden und wollte euch jetzt das einfach mal zeigen. Also bei den Eckertschulen bekommt ihr so eine schöne Ledermappe.
So, die machen wir auf. Ihr seht eure Urkunde und das Abschlusszeugnis. So, das Abschlusszeugnis schaut dann so aus. Manche Fächer euch ein bisschen besser, macht ein bisschen schlechter. Aber ich bin zufrieden mit mir. Was will man mehr? Dann bekommt ihr noch eine Bestätigung über eure Projektarbeit. Und ihr bekommt natürlich euer Abschlusszeugnis auch in Englisch, falls ihr mal im Ausland arbeiten wollt. So, und jetzt ist das so. Moment. So, und zwar mit dem Prüfungssystem. Damit euch das auch jemand mal erklärt, das fand ich mir ein bisschen verwirrend. Es ist so, ihr habt ja die staatlichen Prüfungen P3 und P4. Die P3 besteht aus 6 schriftlichen Prüfungen und der Projektarbeit und die P4 sind 4 schriftliche Prüfungen. Und es ist so, wenn ihr jetzt in einer Prüfung durchfallt, nehmen wir jetzt mal an, in der P3 bei mir war das der Fall, ich bin durchgefallen, dann gibt es die mündliche Prüfung. Das heißt, ihr habt dann ein Gespräch mit zwei Prüfern. So, ja, 15 Minuten dauert eine mündliche Prüfung und da könnt ihr eure Noten dann nochmal verbessern. Weil jetzt in meinem Fall, ich hatte eine 5 in Messtechnik und musste eine mündliche Prüfung. Die zählt nur zu einem Drittel. Heißt, wenn ihr eine 5 habt in Messtechnik jetzt mal, braucht ihr mindestens eine 3, damit ihr insgesamt auf eine 4 kommt. Wir hatten auch Leute dabei, die hatten eine 6, die brauchten dann logischerweise eine 1, um eben noch die Prüfung zu bestehen. Und es war tatsächlich so, es gab Leute, die haben es geschafft. Also die haben schriftlich eine 6 geschrieben, mündlich eine 1 geschrieben. Also es wird euch in der mündlichen auch nichts geschenkt, ihr müsst da wirklich was wissen. Vorteil ist, ihr müsst nichts rechnen. Also es werden nur eher Verständnisfragen gestellt oder Sachen, die man einfach mündlich regeln kann. Also keine Widerstandsberechnungen, kein... Ja doch, Programmcode müsst ihr sogar schreiben. Gab es auch, aber nicht viel. Also das ist da bloß eine kurze Aufgabe, wo ihr irgendeinen kleinen Programmcode schreiben müsst. Und den Rest müsst ihr dann mündlich erklären. Problem ist, die Fragen werden ausgelost. Also ihr habt da so 3 bis 5 Fragen, je nach Fach und je nach Umfang der Prüfungsfragen. Und die werden ausgelost. Also wenn ihr Glück habt, habt ihr sehr schöne Fragen. Wenn ihr Pech habt, habt ihr richtig mehr unvorteilhafte Fragen. So läuft es ab. Wenn ihr dann eine 5 wartet, habt mündlich eine 3, bekommt ins Zeugnis eine 4, geht die Sache weiter. Und solltet ihr es nicht schaffen, auf eine 4 zu kommen in einem Prüfungsfach, dann ist es so, bei der P3 dürft ihr eine 5 haben. Problem ist, bei der P4 nicht. Also der P4 müsst ihr wirklich überall eine 4 haben, zur Not mit Hilfe der mündlichen Prüfung. Wenn es jetzt nicht klappt, dass ihr zum Beispiel 2 Fünfen habt in der P3 oder in der P4 eine 5, dann könnt ihr zum nächsten Termin, also ungefähr ein halbes Jahr später, nochmal eine P3 oder P4 Prüfung schreiben. Dann kommt es darauf an, wie viele Fünfen ihr hattet. Wenn ihr jetzt, man muss sagen, wie viele Prüfungen ihr bestanden habt. Ihr müsst mindestens die Hälfte der Prüfungen eines Prüfungsblocks schaffen. Heißt, bei der P3 7 Prüfungen müsst ihr 4 bestanden haben. Da müsst ihr nur die Prüfungen nachschreiben, in denen ihr durchgefallen seid. Solltet ihr 4 Fünfen haben in der P3, müsst ihr die komplette P3 nochmal schreiben, auch mit den Prüfungen, die ihr schon bestanden habt. Deswegen, auch wenn es knapp wird, immer versuchen, immer in die mündliche gehen. Ihr könnt euch mit der mündlichen Prüfung nur verbessern. Oder zumindest in die Richtung kommen, dass ihr nur das nachschreiben müsst, wo ihr auch wirklich durchgefallen seid. Ja, dann bekommt ihr so ein schönes Zeugnis, wie ich es gerade hatte, wenn ihr es geschafft habt. Und ich muss jetzt was verbessern. In Bayern hat sich vor kurzem der Meisterbonus geändert. Heißt, ihr bekommt nicht mehr 2000 Euro, sondern 3000 Euro. Heißt für euch im Endeffekt, ihr verdient mit dem Techniker 1000 Euro. Ist doch auch mal eine schöne Sache. Und wenn ihr dann mit den Prüfungen fertig seid, könnt ihr ja die Prüfungsgebühren auch erstattet bekommen. Dies müsst ihr aber gesondert beantragen beim Amt für Ausbildungsförderung und bei der, ja, bei der KfW macht es das Amt für Ausbildungsförderung. Die Beantragung ist dann quasi für euch und bekommt ihr dann demnächst überwiesen. Also bei mir sind es 530 Euro.
Die werden auch auf den KfW-Kredit draufgerechnet. Dort schickt ihr dann einfach eine Kopie eures Abschlusszeugnisses hin und dann wird euch die Hälfte erlassen. Wird dann zum Jahresende verbucht und dann kommt im Endeffekt mit plus 1000 Euro beim Techniker raus. So, jetzt denke ich, habe ich euch alles erzählt, was wichtig ist. Und ansonsten dann hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen. Vielleicht hat sich der ein oder andere für den Techniker in Ferienjahre entschieden. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Ciao, ciao.